Das Warten auf den ersten Sieg, ein direktes Duell um einen Playoff-Platz und das Festigen der Tabellenspitze. Drei Themen, drei Sportarten, das sind die Sporttipps. Wir beginnen in Speyer, denn dort wollen die Mädels der Towers endlich den Bann brechen. Denn in der zweiten Bundesliga Süd warten die Basketballerinnen nach 5 Spielen immer noch auf den ersten Saisonsieg. Gegen die SG Weiterstadt soll es jetzt am Wochenende klappen. Ja, einfach als Team spielen. Wir sind eine Einheit und wir wollen einfach mit viel Power rauskommen und denen zeigen, dass wir es auch können und gewinnen können. Ja. Ob das tatsächlich klappt, können Sie live in der Osthalle Speyer sehen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 5:30. Die Hauptstadt gastiert am Wochenende hier in Schriesheim. Doch wenn es nach dem TVS geht, dann treten die Berliner die Heimreise ohne Punkte an. Denn die Schriesheimer strotzen trotz großer Verletzungsprobleme vor Selbstvertrauen. Zusätzliche Motivation: Mit einem Heimsieg über Berlin würde man an den Hauptstädtern vorbei auf Platz 6 ziehen. Und dieser würde zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen. Oberste Maxime dabei: Nicht so sehr auf den Gegner schauen, sondern volle Konzentration auf sich selbst. Berlin ist ein sehr defensiv starkes Team. Haben zwar nicht die beste Offensive der Liga, aber das wird ein Abwehrbollwerk, das wird vermutlich eine Abwehrschlacht. Wir dürfen uns nicht auf den ihr Spiel einlassen, müssen gucken, dass wir unser Spiel durchziehen. Und es geht, wie gesagt, um Platz 6 und da wird echt alles in die Waagschale geworfen. Ja. Wenn Sie Lust auf eine Partie Floorball haben, dann morgen nichts wie hin zur Schriesheimer Mehrzweckhalle. Anpfiff ist um 18 Uhr. Das Wort Tabellenführung hört mein Nussloch zwar nicht so gerne, doch auch am Sonntag soll es nur eine Richtung geben, und zwar Heimsieg. Mit 4 Siegen in Folge zeigt die Formkurve der SG stark nach oben. Dennoch wollen die Nusslocher die aktuelle Tabellenführung nicht überbewerten. Denn auch das kommende Heimspiel gegen den TV Gelnhausen wird kein Selbstläufer. Es geht 60 Minuten und wir müssen 60 Minuten. Und das ist uns in den letzten Spielen sehr, sehr gut gelungen. Auf einem Level spielen, möglichst keine Ausrutscher nach unten zu haben. Und dann gewinnen wir so ein Heimspiel. Tabellenspitze gegen Tabellenmitte. Sonntag um 17 Uhr messen sich die beiden in der Nusslocher Olympiahalle. Und hier noch einmal zusammengefasst. Am Samstag wollen die Basketballfrauen der Towers endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Tip-off um 17.30 Uhr. Am selben Tag, allerdings eine halbe Stunde später, empfangen die Floorballer des TV Schriesheim die Berlin Rockets und können mit einem Sieg an den Hauptstädtern vorbeiziehen. Und am Sonntag wollen die Handballer der SG Nussloch den 9. Saisonsieg gegen den TV Gelnhausen einfahren und ihre Tabellenführung festigen. Anpfiff in der heimischen Olympiahalle ist um 17 Uhr.